Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Rust. So, heute geht's um, upsala, da fehlt was, die verschiedenen Möglichkeiten, wie man hier diese Parameter eingeben kann. Und ihr habt gerade schon einen gesehen, zeige ich euch nachher natürlich. Okay, zunächst aber mal eine ganz kleine Anmerkung, und zwar diese Impel-Rechteck, das müssen nicht mehrere Methoden oder alle Methoden innerhalb von dem Ding sein, sondern wir können auch ganz einfach sagen, ich hätte gerne hier unten noch eine Impel-Rechteck. Und so funktioniert das auch. Das ist genau gleichbedeutend. Das heißt, ihr könnt die auch hinschreiben, wo ihr wollt. Ihr müsst einfach nur darauf achten, dass ihr die Klammern richtig setzt. Und ja, wenn ihr es so übersichtlicher findet, könnt ihr das genau so schreiben. Es funktioniert genau gleich, wie wenn ich jetzt hier sage, ich hätte gerne alles in einer Impel. Also wie gesagt, ist Geschmackssache. Ich finde es so übersichtlicher, aber wenn ihr das anders machen wollt, ist es genauso möglich. Okay, jetzt zu den verschiedenen Arten, wie ich diesen Parameter hier übergeben kann. Und zwar, das erste hatten wir schon gesehen, so übergeben wir self, also er ist ja unser self, das übergeben wir als Referenz hier drauf. Das heißt, wir übergeben nicht das komplette self hier rein, also nicht die vollen 128 Bit, die wir hier zur Verfügung haben von diesen zwei Variablen hier, sondern wir übergeben hier rein nur eine Referenz, also sprich einen Speicherplatz, wo dieses Objekt gerade in unserem Arbeitsspeicher steht. Und ja, das macht natürlich alles effizienter und macht aber auch, dass wir das Ganze nicht besitzen. Ihr werdet gleich sehen, was ich damit meine. Wenn wir jetzt allerdings dieses Objekt hier verändern wollen, dann muss es mutable sein. Das heißt, wir müssen hier und mut self hinschreiben. So wird das Ganze hier veränderlich. Aber Achtung, wenn wir das jetzt ausführen, dann kriegen wir einen Error. Und zwar folgendes, dass wir nämlich hier Umfang aufrufen, aber R überhaupt nicht mutable ist. Das heißt, wir dürfen Umfang gar nicht aufrufen, wenn unser R überhaupt nicht veränderlich ist. Denn hier drin verlange ich definitiv, dass meine Variable verändert wird, während ich hier sage, es ist eine Konstante. Das heißt, ich darf sie nicht verändern. Das heißt, so muss ich das schon machen, damit das Ganze überhaupt machbar ist. Und jetzt verändere ich hier mal noch dieses X, damit wir überhaupt ein Ergebnis sehen. Self.x gleich 3,0. Okay. So, wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich bloß noch ein Warning, dass meine Methode Fläche hier nie benutzt wurde, aber das ist schon in Ordnung, das wollen wir ja gar nicht. Okay, so, und ja, wenn ich das jetzt ausführe, dann kriege ich hier als Umfang auch 10 ausgegeben, also 3 plus 3 plus 2 plus 2 ist 10, könnt ihr gerne nachrechnen. Und diese x, die 65 hier waren, die sind jetzt völlig überschrieben worden. Das heißt, wenn ich jetzt hier noch ein Printline aufrufe, mit r.x, dann sehen wir direkt, dass unser x überschrieben wurde und jetzt 3 drin steht. Das heißt, diese 65 hier, die sind komplett verloren gegangen. Also Vorsicht, was ihr hier verändert, und vorsichtig auch, wenn ihr hier ein Mute habt. Ihr wisst nämlich manchmal nicht, ob ihr hier jetzt ein Mute habt oder ob ihr ein Unmutable Element hier reinbringen wollt. Aber das merkt ihr dann spätestens beim Kompilieren, wenn ihr eine Konstante draus gemacht habt, dann könnt ihr diese Methode gar nicht aufrufen. Okay, das zweite, oder besser gesagt das dritte, weil unself war ja das erste, das war das zweite. Das dritte, was wir noch machen können, ist eine komplette, ja, den Besitz zu ändern. Das heißt, wir sagen hier fn, zum Beispiel destroy, und packen hier einfach self rein. Wir geben hier nichts zurück, denn wir wollen das Objekt ja nur zerstören. Und was wir jetzt hiermit machen, ist folgendes. Wir rufen eine Funktion auf, und diese Funktion hat hier kein und oder sowas, das heißt, es kriegt keine Referenz, sondern es besitzt dieses Objekt die ganze Zeit. Vorsichtig, was ihr hier macht, denn danach ist das Objekt weg, also einfach nicht mehr da. Wenn ich jetzt hier irgendwas damit mache, so lange habe ich dieses Self noch, ich kann damit hier machen, was ich möchte, ich kann es auch an irgendein neues Rechteck zuweisen, also let R2 gleich Self, das kann ich durchaus tun. Aber da ich hier R2 nicht zurückgebe, habe ich danach ein Problem. Wenn ich jetzt hier destroy aufrufe, achso, sollte ich vielleicht nicht hier drin machen, R.destroy, so, und jetzt führe ich das Ganze aus. Dann habe ich ein Problem, nämlich wenn ich hier dieses printline R.x aufrufe, dann habe ich überhaupt keinen, hier sehen wir es, habe ich überhaupt keinen Zugriff mehr darauf. Dieses R.x existiert nicht mehr. R ist weg. Wir haben einfach R komplett hier reingeschoben, und da aber der Scope, der Variablen-Scope von dieser Methode nur von hier bis hier unten geht, also von Klammer bis Klammer, wie immer, verschwindet unser Self danach. Es wird nicht mehr benötigt, also wird es weggeschmissen,
und Self existiert nicht mehr. Das heißt, ihr habt danach kein R mehr, denn R war ja Self und wir haben es tatsächlich zerstört. Das macht man immer, wenn man solche, wenn man keine uns übergibt, also keine Referenzen übergibt, sondern die Objekte wirklich komplett behält oder owned, ja, besitzt, genau auf Deutsch. Genau das ist das Problem. Das heißt, was wir hier jetzt machen können, wenn wir noch danach wieder irgendwas haben wollen, wir können ein Rechteck zurückgeben und wenn wir jetzt r.destroy aufrufen, dann müssen wir let r2 oder irgendein anderer Name über r.destroy laufen lassen. Das heißt, wir kriegen hier wieder unser r2 zurück. Ups. So geben wir quasi unser Self direkt wieder zurück und speichern es in einer neuen Variable. Dadurch, dass der Scope hier zwar endet, ist schon in Ordnung, aber wir haben ja diesen Return-Wert. R gibt es danach immer noch nicht, aber es gibt ja jetzt R2 und da steht genau alles dasselbe drin. Okay, also vorsichtig, wenn ihr hier die Referenzen irgendwie nicht eingebt, dann kann es passieren, dass euer Objekt danach einfach weg ist. Merkt ihr aber spätestens beim Kompilieren, das heißt nicht irgendwie ein Laufzeitfehler oder sowas, sondern ihr merkt es vorher. Okay, sehr schön. Das sind die drei Arten, wie ihr diese die Parameter bzw. Self hier in euren Impuls benutzen könnt. Ihr könnt hier natürlich noch weiter irgendwelche, keine Ahnung, X vom Typ I32 oder sowas und so weiter und so fort. Also ihr habt hier noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, was ihr machen könnt. Ihr seid da nicht auf den einen Parameter Self beschränkt, sondern Self ist einfach der Standardparameter. Aber im nächsten Video zeige ich euch dann, wie es auch ohne Self geht. Das sind dann nämlich die statischen Methoden. Alles klar, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Ja, und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.